Die EU möchte das E-Dampfen wegregulieren und es so faktisch verbieten. Ich sage, es ist genug. Es reicht jetzt. Wir haben den Mut zur Wut. Erklär's ihnen, Jay. Mach mal Text klar. Jaden Lyrics, tell them. In diesem Track geht es um Freiheit, ich will selber die Entscheidung treffen, was ich aus meinem Leben mache, und darum muss ich heute sprechen. Ich habe Mut zu Wut und das aus einem guten Grund. Ich konsumierte zu viel Tee und das war nicht gesund. Ich hab zu lange geraucht und kam nicht weg von dem Scheiß. War so süchtig nach Kippen, so wie nach Rap und dem Mic. Wollte aufhören, weil die Kippe einfach Gifte ist, so kam ich zu der Easy. Hier wird meine Liquids, vergesst es. Ich hab es satt, die Lobby will mich leiden sehen. Nehm mir mein Liquid, um dann Tabaksteuer einzunehmen. Das Tabak tödlich ist es scheinbar ja egal, solange ich zahle, ich brauch das Nikotin, hab daher keine Wahl. Würde wieder rauchen, wenn man mir alle meine Liquids nimmt. Und das ist nicht plausibel, einfach weil der Shit nicht stimmt, den ihr verbreitet, denn ich stampfe aus Passion. Doch dieser Mut zur Wut vereint die Nation, yeah. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin, weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich Recht hab, meine Stimme ist nichts wert, Zweifel am Rechtsstaat. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin, weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich mein Leben lieb, ihr wollt mir mein Liquid nehmen. Nein, Mann, negativ. Isics sind gefährlich, weil die Akkus explodieren. Ach so, und das ist bei einem Handy natürlich noch nie passiert. Schon noch in den Liquids, da ist böses Nikotin. Im Ernst, das sagst du mir, während du an der Kippe ziehst. In deiner Kippe ist auch Teer, doch dafür nicht in meinem Liquid. Darum dampfe ich statt zu rauchen, weil da drin nicht so viel Gift ist und ich dampfe gern. Ich hab auch früher gern geraucht, nimm mir das Vorurteil doch hin, noch geh nicht gerne dabei drauf. Und ich hab Wut in meinem Bauch, wenn man mir nimmt, was mir beim Ausstieg hilft. Der Grund fürs Dampfen ist nicht nur der, weil ich nicht mehr rauchen will. Dampfen ist mein Hobby, ich mische und ich liebe es. Es ist meine Bude nach dem Dampfen nicht mehr so vermieft ist. Das Dampfen voll gesund ist, Mann, das will ich gar nicht sagen. Doch verglichen mit einer Kippe kann die Isik mir nicht schaden. Ich hab Nikotin im Liquid, das auch in deinen Kippen. Was noch in deinen Kippen ist, das willst du gar nicht wissen. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin, weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich Recht hab, meine Stimme ist nichts wert, Zweifel am Rechtsstaat. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin, weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich mein Leben lieb, hier wollt mir mein Liquid nehmen, nein, Mann, negativ. Ich bin tolerant, verdammt, denn ich gönn jedem seine Sucht. Doch tolerier ich nicht, wenn man bewusst die Leute täuschen muss und hier mein Dasein infiziert. Ich bin hier nicht der Parasit. Mit diesem Dasein, das ihr führt, da kommt ihr nicht ins Paradies. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin, weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich Recht hab, meine Stimme ist nichts wert, Zweifel am Rechtsstaat. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin, weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zur Wut, ich mach jetzt Dampf, weil ich mein Leben lieb, ihr wollt mir mein Liquid nehmen, nein, Mann, negativ. Genau so sieht's aus, Jay. Uns bleibt die Wut und der Zorn. Wut und Zorn über diese Politiker, die nur aus Macht- und Geldinteressen handeln und nicht an unsere Gesundheit denken. Der Staat hat kein Recht, dermaßen einschneidend in unsere Rechte einzugreifen. Der Staat hat kein Recht, dermaßen einschneidend in unsere Freiheit einzugreifen. Und der Staat hat kein Recht, dermaßen einschneidend in unsere Gesundheit einzugreifen. Wir sind erwachsene, mündige Bürger und wir wollen selber über unsere Gesundheit entscheiden. Wir haben den Mut zur Wut. Mut zur Wut!